Silas und Siladies, heute habe ich für euch den Tobago Gold Chocolate Rum Cream Likör. Langer Name und der kommt aus, ja, wie der Name schon vermuten lässt, Trinidad und Tobago. Kommt zu uns mit freundlichen 17 Volumenprozent Alkohol und ja, da ist auch ein klein wenig Milch drin. Also für Leute, die laktoseintolerant sind, na, ist das nichts. Wo wir gerade dabei sind, dieses schöne Fläschchen kriegst du geschossen so zwischen 23 und 25 Euro, je nachdem, wo du einkaufst. Link stelle ich euch natürlich gerne drunter, damit ihr auch wisst, wo das gute Zeug herkommt. Ja, wie der Name schon sagt, kommt aus Tobago und außerdem wird dort der Kakao angebaut, der auch hier drin ist. Dorthin wanderte nämlich der gute Lars G.O. Söderström, seines Zeichens schwedischer Landsmann, im Jahre des Herrn 2004 aus und kaufte die Farm mit der Kakaoplantage namens La Caurita. Seitdem produzierte er dort feinsten Kakao. Ne? Ich habe mal nachgeguckt. Ja, es gibt Kakao aus Trinidad und Tobago, aber das kommt so auf bummelig 5 Tonnen. Also nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich im weltweiten Vergleich und ein bisschen was ist in diese Rumspirituose, in diesen Rumlikör gewandert. Und im Jahre 2019 fing er an, mit Rum und Kakao zu experimentieren. Ne? Denn Rum gibt es ja nun mal in der Karibik. Und heraus kam Tobago Gold. Mit dem Flaschendesign geht er übrigens so auf die Geschichte des Kakaos ein. Ne? Stammt ja von den Inka und Maya und Kakao bedeutet ja Essen der Götter. Und ja, vielleicht gab es da keine Untersuchung auf biomolekularer Ebene, aber schon die Maya wussten, da sind eine ganze Menge guter Stoffe drin und heute nennen wir das Antioxidantien. Interessant ist auch, darauf sind die hier wahnsinnig stolz und steht auch in diesem kleinen Merkblatt hier drin. Low Sugar, ne? Also niedriger Zuckergehalt von gerade mal 15 Gramm auf 100 Milliliter. Ja, das wird dadurch erklärt, dass es das höchstmögliche Schokolade-zu-Zucker-Verhältnis ist, das es gibt. Also da ist wahnsinnig viel Schokolade drin. Und naja, Schokolade bzw. Kakao an sich ist ja eher so bitter. Kennen wir von Backkakao. Und damit es ein bisschen schmeckt und auch auf der Zunge dann entsprechend sanft ist, musst du eben Zucker dazugeben. Hilft ja nichts. Also 15 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, ne, das summiert sich eben zu 150 Gramm Zucker auf den Liter. Also damit auf jeden Fall im grünen Bereich für ein Likör. Aber du schmeckst das nicht. Du schmeckst das nicht. Ich habe mal hier schon etwas eingegossen. Ernsthaft. Also ich habe mich gefragt, wo ist der ganze Zucker hin? Ne? Also wenn wir mal so denken, pro Liter 150 Gramm. Oder eben das hier ist 0,7. Da hast du mal so, boah, sagen wir mal, bis hierhin ist einfach nur Zucker. Wahnsinn. Aber ist ja ein Genussgetränk, ne? Also das ist auch nichts, wo man jetzt irgendwie großartig Reue zeigen müsste, weil du weißt ja, da steht ja Schokoladenlikör drauf. Also bitte, ist mit Rum verfeinert, aber nun mal kein Rum, auch keine Rumspirituose, ist ein Likör. Und der hat einen ganzen Sack voller Auszeichnungen gewonnen. Unter anderem Doppelgold bei den San Francisco World Spirit Awards. Also muss was Gutes sein. Und genau deswegen probieren wir jetzt mal. So, Farbe gucken wir uns an. Ich schwenke das heute mal nicht. Ne, das kann man so sehen. Es sieht schon aus wie intensiver Kakao. Muss ich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber der Geruch. Ah, Wahnsinn. Also du hast da echt eine volle Nase Kakao und Gewürze. Also, ich würde sagen, so Zimt und Kardamom. Vor allen Dingen Kardamom hast du dabei. Und Nelke. Also, so ein bisschen, ja, gewürzig, fast schon weihnachtlich. So, Freunde, jetzt, mir tropft schon der Zahn, mir fließt das Wasser im Mund zusammen. Muss ich den ja auch mal probieren. Also, Prösterchen. Auf euch. Boah. Aber ich glaube schon, die sind bis ans Limit gegangen mit
Kakao. Wahnsinn. Boah, aber volles Pfund Kakao. So richtig dunkle Schokolade, wahnsinnig cremig, leichter Bitterton und natürlich die eben besprochenen Gewürze, allen voran Kardamom. Ist so wie so ein bisschen, ja, Schokoladenpudding eigentlich, ne? So eine, echt von der Konsistenz her so eine dicke Schokoladensoße. Und dann kommt immer noch so ein bisschen, ja, eigentlich hinten dran kommt der rum. Aber, ja, so langsam wird es echt warm im Mund. Ich nehme nochmal ein Stückchen. Prost. Oh. Eben kam schon so ein leicht bananiger Ton noch. Und jetzt Pfefferminz. Du hast auch so eine leichte Schärfe von Pfefferminze. Wahnsinn. Also auch so dieses frische, leicht scharfe, pfefferminzige eben. Aber das harmoniert wunderbar zusammen alles. Also der Rum, die Gewürze, Kakao. Und wie gesagt, das, obwohl da 150 Gramm Zucker pro Liter drin sind, möchte ich nochmal sagen, merkst du nicht. Also das ist nicht, das ist da kein zu süß, weil das wahnsinnig gut ausbalanciert ist mit dem enthaltenen Kakao. Und natürlich nimmt der Zucker auch noch etwas von der Schärfe des Rums, der da drin ist. Also unterm Strich tatsächlich sowas so zum Wegschnasseln, ne? Also wie gesagt, das kannst du dich nicht einen Abend lang dran festhalten. Ne? Aber schon mal sehr schön fruchtig, rummig, sehr kakaoig, schokoladig. Wahnsinn. Also sozusagen dunkle Schokoladensoße für Erwachsene, möchte ich fast sagen. Ja, Freunde. Und wie gesagt, Link, wo es den gibt, stelle ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Und wenn ihr da schon seid, wie immer, sehe ich gerne einen Daumen hoch von euch oder sagt mir eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr gerne auch mal sowas, was eigentlich nur mit Rum verfeinert wurde, hier auf dem Kanal sehen wollt. Ja, interessiert euch das auch? Vielleicht, eventuell, als Anregung für ein Geschenk für eure bessere Hälfte, sei es Männlein, Weiblein oder auch was auch immer ihr so habt. Auf jeden Fall freue ich mich über jeglichen wohlwollenden Kommentar. Falls ihr noch nicht abonniert habt, bitte, da irgendwo ist ein Knopf, steht Abonnieren drauf, könnt ihr drauf drücken und dann kriegt ihr eben immer wieder ein Video von mir in eure YouTube-Vorschlagsliste. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach dabei bleibt. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, vielen Dank fürs Zugucken und tschüss. Bis zum nächsten Rum.